Freunde, Skibidi Toilet wurde in Clash of Clans gefunden. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich so eine komische Verkleidung anhabe. Und das ist, weil wir heute Clash of Clans spielen werden. Skibidi Toilets Dorf suchen und ihn dann angreifen. Und dann stehlen wir ihm all sein Gold und Elixier. Arr. Müssen wir uns aber ein mächtiges Dorf bauen. Und hier seht ihr auch schon das Tutorial. Und das zeigt uns jetzt, wie wir ein Dorf aufbauen können. Und das machen wir natürlich mit ganz vielen Diamanten. Damit es ein bisschen schneller geht. Apropos, unser Dorf wird irgendwie schon angegriffen von Kobolden. Wir sollen schnell eine Kanone bauen, um unser Dorf zu verteidigen. Und wow, hier wird die Kanone jetzt auch schon gebaut. Schließen wir es schneller ab. Okay, perfekt. Und wir haben eine Kanone. Und da kommen die Kobolde auch schon. Wow, die spawnen einfach da hinten im Wald. Kommen jetzt Richtung unser Gebäude und die Kanone. Wow, die blastet die Kobolde übel weg. Ja. Das heißt, die Kobolde können uns nichts anhaben. Und sie sagt auch, cool, das war knapp, aber ja, das war knapp, Freunde. Und jetzt kommen irgendwie auch noch Magier, um uns zu helfen. Wow, das heißt, wir greifen jetzt die Kobolde an. Dann let's go. Okay, wir müssen jetzt hier die Magier platzieren, um das Dorf der Kobolde einmal zu zerstören. Wow, ich kann gar nicht abwarten, wenn wir nachher Skibidi Toilets Dorf zerstören, aber gut. Wir setzen die Magier jetzt einmal um die Kanone rum. Perfekt, okay, und die schießen jetzt irgendwie solche Feuerbälle. Wow, ist das krass. Okay, die Kanone haben sie schon zerstört. Und jetzt gehen sie noch zum Rathaus. Und da blasten sie auch noch solche Feuerbälle rauf. Blam, blam, blam. Und wir haben es geschafft und es gibt 100%, ja! 3 Sterne, Freunde, perfekt. Dann gehen wir direkt mal wieder nach Hause. Und jetzt rüsten wir unser Dorf noch für den Kampf. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Bauarbeiterhütte. Die bauen wir jetzt direkt mal, perfekt. Da sind die Bauarbeiter drin, die immer unsere Gebäude bauen. Und jetzt brauchen wir noch Elixier, damit wir dann Truppen ausbilden können und Leute angreifen, wie zum Beispiel Skibidi Toilet. Und den Elixiersammler haben wir jetzt auch gebaut. Perfekt, beenden wir das mal ein bisschen schneller. Und jetzt sammelt er für uns Elixier. Und damit wir das Ganze auch lagern können, brauchen wir natürlich noch ein Elixierlager. Das haben wir jetzt auch direkt gebaut. Perfekt. Und jetzt fehlt uns nur noch eins zu einem coolen Dorf, nämlich ein Goldlager. Perfekt. Das holen wir uns auch direkt mal. Und jetzt haben wir auch noch ein Goldlager gebaut, Freunde. Und wartet mal, kommen die Kobolde da jetzt wieder? Ja. Die Kobolde wollen uns, glaube ich, nochmal angreifen, weil die irgendwie Gold lieben. Das heißt, jetzt müssen wir noch Truppen ausbilden, dass sie gegen die Kobolde ankommen können. Okay, dann bauen wir jetzt direkt mal eine Kaserne. Perfekt. Und in der können wir jetzt Truppen ausbilden. So, klicken wir hier einmal drauf. Da kommen ganz viele Barbaren. Ich bin auch ein Barbar, Freunde. Ja. Und schließen die Ausbildung jetzt einmal schneller ab. Perfekt. Und jetzt versohlen wir den Kobolden den Hintern. Wir greifen sie jetzt nämlich direkt nochmal an. So, perfekt. Wo setzen wir die am besten hin? So, dass sie direkt den Turm hier zerstören. Den Turm mit den Bogenschützen drauf. Wir setzen alle 20 ein. Wir gehen alle auf den Turm drauf und es geht übel schnell, Freunde. Wow. Die greifen alles an und machen alles kaputt mit ihren Schwertern. Ja. Und wir haben 3 Sterne. Perfekt. Und auch noch 500 Gold und 500 Elixier bekommen. Dann müssen wir jetzt als letzten Schritt nur noch unseren Namen angeben. Das ist einmal Dr. Light. Und fertig. So können wir Skibidi Toilet aber noch nicht angreifen. Freunde, wir sind noch viel zu schwach. Wir verbessern jetzt erstmal unser Rathaus, so, auf Level 2 und dann können wir uns hier auch viele neue Sachen holen. Da oben wird uns noch angezeigt, was wir am besten als nächstes bauen. Und es gibt auch noch Herausforderungen, die wir meistern können, damit wir Punkte kriegen. Und dafür gibt es natürlich auch Belohnungen hier drüben, die wir mit den Punkten dann freischalten können. Bei 100 Punkten kriegen wir zum Beispiel 2000 Elixier. Wow! Das ist ja krass, aber jetzt lass uns schnell machen. Denn wir wollen ja so schnell wie möglich aufleveln und uns aufrüsten, damit wir gegen Skibidi Toilet ankommen können. Freunde, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ladet euch jetzt Clash of Clans herunter. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, Freunde. Und ich würde sagen, als allererstes bauen wir jetzt mal noch einen Gold- und Elixiersammler, weil davon brauchen wir ja viel. Also viel Gold, so perfekt, das hier einmal. Und viel Elixier. So, holen wir uns noch den Elixiersammler. Und damit wir auch mehrere Sachen gleichzeitig bauen können, holen wir uns auch noch das Bauarbeiterpaket. Damit bekommen wir nämlich noch eine zusätzliche Bauarbeiterhütte. Und 500 Diamanten. Perfekt, platzieren wir die Bauarbeiterhütte direkt mal hier. Und 500 Juwelen haben wir auch noch erhalten. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt mal im Schnelldurchlauf alles, was geht. Also noch eine Kanone, perfekt, hier einmal bauen. Und noch ein Bogenschützenturm, das ist ganz wichtig. So, perfekt, der kostet 1000 Gold, aber das haben wir natürlich. Und das schließen wir auch direkt ab und wow, der sieht cool aus. Und jetzt verbessern wir noch schnell unsere Kaserne, perfekt, damit wir auch noch Bogenschützen haben. Das heißt, wir bilden jetzt Bogenschützen aus und dazu noch ein paar Barbaren. Das sieht gut aus, Freunde, und das schließen wir jetzt direkt auch einmal ab. Und alle gehen einfach rüber in unser Armeelager. Wow, ist das cool. Und unsere Goldmine und unser Elixiersammler haben auch beide schon Elixier und Gold produziert. Das Ding ist, damit wir das Kämpfen ein bisschen lernen, weil wir auch gleich Skibidi Toilets Dorf angreifen wollen, gehen wir jetzt direkt mal in die Multiplayer-Schlachten. Denn da können wir gegen andere Dörfer kämpfen. So, gehen wir hier einmal rein. Und es sucht einen Gegner und ich glaube, den können wir besiegen, oder Freunde? Wir schicken unsere Barbaren einfach direkt auf die Kanone drauf. So, wir platzieren hier ein paar. Das ist gut. Und noch ein paar Bogenschützen dazu. Die machen die Kanone jetzt einfach kaputt. Perfekt. Das Rathaus wird auch noch angegriffen. Ja! Und es wird langsam alles zerstört und wir kriegen auch übel viel Gold und Elixier dadurch. Der Gegner hat einfach 4000 Elixier, was für den Anfang schon echt gut ist. Aber Freunde, wir steigen jetzt noch ein paar Rathaus
Level auf und maxen alle Sachen aus, die wir haben. Das heißt Elixierlager, Elixiersammler, Goldlager, Goldsammler. Und dann gegen Skibbe die Toilet ankommen zu können. Aber gut, die Barbaren und die Bogenschützen haben auch schon fast alles zerstört. Jetzt fehlen nur noch die zwei Bauarbeiterhütten. Und dann haben wir es geschafft. Ah nee, da drüben ist noch ein Elixiersammler, Freunde. Den habe ich komplett übersehen. Die machen den jetzt auch noch kaputt. Und jetzt haben wir einfach das Ganze perfekt gemacht. Wir bekommen über 3000 Gold und 4000 Elixier. Und gehen zurück nach Hause. Und ich sehe schon, wir haben schon unsere erste Belohnung bekommen. Schaut mal. Lass die Bestien los. Schalte einen Bogenschützen in die Kaserne frei. Dafür bekommen wir jetzt 100 Punkte. Und 10 Diamanten. Ja! Ich würde sagen, ich max jetzt einmal alles aus, was wir haben. Und dann gehen wir hoch zu Rathaus Level 3. Let's go! So, Freunde, jetzt haben wir alles ausgemaxt. Also immer die maximalen Level erreicht, die gehen. Und jetzt müssen wir nur noch Mauern kaufen, um unser Rathaus dann verbessern zu können. So, und dafür gehen wir einmal hier rein und setzen ein paar Mauern, Freunde. Perfekt, wir machen es hier einmal voll. Und das sind jetzt alle Mauern, die mit unserem Rathaus-Level möglich sind. Das heißt, jetzt verbessern wir das Rathaus. Und damit kriegen wir einfach so viele neue Sachen. Wow, ist das krass. Skibbe die Toilette ist aber einfach auf Rathaus-Level 9. Und das heißt, wir müssen jetzt auch schnell aufleveln. Also direkt rein da und das Rathaus einmal verbessern. Perfekt. Und wir sind auch im Level aufgestiegen. Level 6. Boah, ist das krass. Und Freunde, da wir unsere Kaserne aufgelevelt haben, können wir jetzt einfach auch Riesen ausbilden und Kobolde. Das ist einfach viel zu krass. Die Riesen gehen immer auf solche Kanonen. Also auf die Sachen, die einen angreifen, wie zum Beispiel hier. Und die Kobolde räumen immer zuerst die Goldlager leer. Und unsere sieht gerade auch ziemlich leer aus, Freunde. Und da unsere Goldminen gerade noch nicht so viel produzieren, holen wir uns jetzt einfach noch ein bisschen mehr Gold. Hier das Starterpaket, da bekommen wir nämlich 5,5 Millionen Gold. So, das haben wir jetzt gekauft und jetzt haben wir es bekommen. Perfekt. Und wir haben einfach 5,5 Millionen Gold, Freunde. Wow, ist das krass. Damit können wir jetzt auf jeden Fall viel verbessern. Hier zum Beispiel diese Elixiersammler hier. Und noch so viel mehr, Freunde. Wir sind einfach reich. Und den Bogenschützenturm hier verbessern wir auch direkt mal noch. Aber Freunde, ich finde, wir haben noch zu wenig Bauarbeiterhütten. Und das heißt, das Bauarbeiterpaket holen wir jetzt auch direkt mal. Weil dazu kriegen wir einfach auch noch 1000 Diamanten. Und wir brauchen Diamanten, Freunde. So, und wir bauen direkt noch eine Bauarbeiterhütte. Und mit Hilfe von der können wir jetzt auch noch unsere Mauern verbessern. So, einmal die komplette Reihe wählen und wir verbessern die gesamte Mauer. Und ich würde sagen, das tun wir auch direkt nochmal. Denn jetzt haben wir alle Mauern ausgemaxt. Also auf das höchste Level für unser Rathaus gebracht. Freunde, ladet euch jetzt Clash of Clans herunter. Das ist wirklich so ein cooles Spiel. Und ihr könnt einfach mit mir zusammenspielen. Ich würde sagen, ich maxe jetzt hier nochmal alles aus. Und dann leveln wir das Rathaus nochmal auf. Damit wir dann schon Rathaus Level 4 sind, Freunde. Let's go! So, Freunde, wir haben uns jetzt wieder alles gekauft, was geht. Und das heißt, jetzt können wir das Rathaus wieder aufleveln. Perfekt. Und das macht's jetzt auch einfach direkt. Ich würde sagen, wir geben den Bauarbeitern Schubdrang, damit er es in der zehnfachen Zeit fertigstellt. Aber wow, jetzt haben einfach alle einen Schub bekommen. Es ist krass. Das heißt, die machen jetzt alle alles schneller fertig. Ich würde sagen, den Bau des Rathauses beenden wir jetzt trotzdem mal. Und jetzt sind wir einfach Rathaus Level 4. Nur noch 5 Level, dann sind wir auf Skibbidys Niveau. Und dann greifen wir Skibbidy Toilet an. Und wir haben irgendwie auch noch ganz viele Belohnungen erhalten. Wow, seht ihr das? Von den Herausforderungen. Wir steigen jetzt einfach um so viele Punkte auf. Ist ja viel zu krass. Und es gibt auch wieder neue Sachen, die wir uns holen können. Zum Beispiel auch neue Fallen. Wow, nämlich eine Sprungfalle. Davon holen wir uns direkt mal 2. Und einfach auch noch eine Luftabwehr. Wow. Ist das krass. Und die kostet einfach 22.000. Aber wir haben ja 5,2 Millionen. Also ist das nichts für uns, Freunde. Dann bauen wir jetzt mal noch schnell einen Bogenschützenturm. Und noch ein paar Goldminen und Elixiersammler. So perfekt, weil die produzieren ja eh schneller für uns. Und vom Elixier brauchen wir enorm viel. Und da haben wir irgendwie übel wenig. Dann lasst uns jetzt noch schnell die Mauern holen. Die sind nämlich hier drüben. Perfekt. So, die holen wir hier einmal alle hin. Nachher bauen wir damit natürlich auch noch eine gute Base. Damit wir uns dann vor Skibbe die Toilette verteidigen können. Und jetzt rüsten wir unser Rathaus direkt auf Level 5. So, es wird gebaut und wir sind auch noch im Level aufgestiegen. Während unser Rathaus hier aber verbessert, habe ich gesehen, dass hier drüben so ein Pfeil auf ein Schiff geht. Wow, lass uns hier mal draufklicken und das Schiff wieder aufbauen. Das dauert auch gar nicht lange. Wir warten jetzt kurz die 2 Sekunden. Und jetzt können wir mit dem Schiff irgendwie in See stechen. Ja, das sagt die Frau hier. Dann lass uns doch direkt mal zum Schiff gehen. Wow, diese 3 Leute gehen da rüber. Und jetzt können wir mit dem Schiff reisen. Boah, ich bin so gespannt, wo uns das hinbringt. Lass uns direkt mal auf Abfahren klicken und wir fahren weg. Und es wechselt irgendwie die Szene. Stock wieder an irgendeinem Hafen. Und jetzt sind wir an irgendeinem anderen Ort. Aber was ist das hier, Freunde? Das ist auf jeden Fall so ein kaputtes Gebäude, was wir wieder reparieren können. Und da haben wir jetzt auch noch irgend so ein Labor und so bekommen. Ist ja übel krass. Und das ist die Meisterhütte. Und da drüben schläft er einfach noch, Freunde. Schaut mal. Weck ihn mal auf. Wir besuchen ihn nämlich. Das sind die Bauarbeiter, die immer unsere Gebäude bauen. Und er hat uns irgend so ein Labor gegeben. Darin können wir forschen. Und unsere Barbaren irgendwie stärker machen. Wow. Ist ja übel krass. Lass uns das direkt mal holen. Und jetzt sind unsere Barbaren irgendwie
irgendwie stärker. Lasst uns direkt mal mit denen in den Angriff reingehen. Let's go, wir suchen direkt mal einen, den wir angreifen können. Und jetzt gehen wir hier in dieses Dorf rein und gehen einmal mit 3 Barbaren rein. So, einmal hier und einmal hier. Und wow, sind die riesig. Die haben ja übel die großen Helme auf und die Kanone ist auch schon nix zerstört. Das ging ja mal übel schnell. Und die zerstören einfach alles hier drüben bei seiner Bilderbase. Wow. Okay, alles wird einmal kaputt gemacht und wir haben 100% Gesamtschaden. Mit diesen übel krassen Barbaren, die im Labor gemacht wurden. Und dafür haben wir 7500 Gold bekommen. Wow. Und indem wir gewinnen, bekommen wir auch noch Trophäen und desto höher steigen wir in der Liga auf. Ist ja übel krass. Und das hier ist einfach die Bilderbase. Dann sammeln wir hier direkt mal Gold und Elixier ein. Und schauen mal, was es hier noch so gibt. Oh, da drüben gibt es irgendwie so eine Mine, eine Juwelenmine. Boah, ist das krass. Irgendwie so ein Uhrenturm, der aufgebaut werden kann. Und eine Kampfmaschine. Wow. Mit der würden wir gegen Skibby die Toilette bestimmt gewinnen. Aber gut, lass uns direkt mal wieder rüber in unser eigenes Dorf gehen. Hier einmal kurz unseren Rathausbau abschließen. So, perfekt. Jetzt sind wir Rathaus Level 5. Und leveln jetzt noch einmal alles auf, Freunde. So, jetzt haben wir einmal alle Mauern aufgebessert. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Baumodus. So, perfekt. Und bauen uns jetzt mal ein starkes Dorf zusammen, mit dem wir dann gleich Skibby die Toilette angreifen können. Das Rathaus stellen wir dafür hier einmal in die Mitte. Perfekt. Und platzieren am besten mal unseren Bogenschützenturm, unseren Minenwerfer und die 2 Kanonen drumherum. Dann würde ich sagen, noch ein Bogenschützenturm hier rüber. Und das hier rüber, Freunde. Wenn ihr Vorschläge habt, wie man ein gutes Dorf bauen kann, dann schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Aber ich würde sagen, wir packen hier jetzt mal ein bisschen Mauer drum. So, perfekt. Wir bauen die hier einmal ganz rum. Wir haben jetzt auch Mauer Level 4, die ist übel stark. Und jetzt unsere Ressourcensammler einmal hier drum rum. So, hier packen wir einen hin, hier packen wir einen hin und so weiter, Freunde. So, Freunde, ich bin jetzt fertig und habe das ganze Dorf fertig gebaut. Das sieht doch schon nach einer guten Base aus, oder? Jetzt speichern wir das ganze ab und aktivieren dieses Dorf, damit es jetzt unser echtes Dorf ist. Und ich sehe gerade, hier haben wir noch was nicht aufgebaut. Und das ist die Clanburg. Okay, dann lasst uns das direkt mal machen. Und damit können wir irgendwie Clans freischalten. Wow, ist das cool. Lasst uns da direkt mal reingehen. Und da kann man jetzt irgendwelchen Clans beitreten. Ich würde sagen, wir gründen direkt mal einen. Den nennen wir Dr. Light. Und den könnt ihr zu Hause dann beitreten. Und wir können zusammen gegen Skibby die Toilette kämpfen. So, lasst uns hier mal noch unsere Sachen auswählen, die wir brauchen. Wir sind nämlich auch Trophäenjäger, Freunde. Und warum, erzähle ich euch gleich. Und jetzt eröffnen wir den Clan. Ja! Dem könnt ihr ganz einfach beitreten, wenn ihr diesen Code Hashtag 2L9GY2C2C sucht und dann eine Beitrittsanfrage sendet. Und das Coolste ist, in den nächsten 2 Wochen findet auch noch der Clashathon statt. In dem kämpfen wir als Community, also ihr und ich zusammen, in diesem Clan um die höchste Anzahl an Trophäen. Der Creator-Clan mit der höchsten Anzahl an gesammelten Trophäen innerhalb von 2 Wochen. Also vom 20. Juni bis zum 4. Juli 2023 gewinnt dann. Und der Preis ist bis zu 30.000 Euro für eine Wohltätigkeitsorganisation unserer Wahl. Also wir können das dann zusammen entscheiden. Und noch 25 spezielle Gewinnerkits mit exklusiven Supercell-Merch-Goodies für euch. Also tretet jetzt schnell mal im Clan bei und lasst uns zusammen den Clashathon gewinnen. Das Ding ist, Freunde, jetzt sieht unser Dorf eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, wir verbessern unsere Kaserne noch ein paar Mal, dann bekommen wir noch ein paar neue Truppen. So, perfekt. Jetzt haben wir nämlich noch diesen Bombentypen hier bekommen. Der trägt einfach so eine Kugel auf seiner Schulter. Den bilden wir jetzt mit auf und noch ein paar Truppen mehr. Und die sind jetzt alle in unserem Armeelager. Irgendwie sind unsere Armeelager... Was sind die? Wartet mal. Ich glaube, da ist gerade jemand unserem Clan beigetreten. Lass uns mal reinschauen. Ja, das ist Skibby die Toilette. Der hat einfach 878 Trophäen. Das ist viel mehr, als wir haben. Und ist neu in unserem Clan. Okay, dann lass ihn uns direkt mal besuchen. Und... Der hat einfach eine Toilette als Clanbasis. Und in der Toilette ist sein Rathaus Level 9, das gerade sogar auf Level 10 verbessert wird. Skibby die Toilette ist ja übel, der Pro. Also, Freunde, wenn ihr Skibby die Toilette auch mal angreifen wollt oder mit ihm zusammen am Clashathon teilnehmen wollt, dann ladet euch jetzt Clash of Clans kostenlos herunter. Hier drüben findet ihr auch nochmal einen QR-Code, wo ihr direkt aufs Spiel geleitet werdet. Baut die Clanburg wieder auf und tretet dem Clan Dr. Light bei unter diesem Hashtag. Ich habe euch den auch nochmal in den angepinnten Kommentar gehängt. Aber seid schnell, Freunde, denn es passen nur noch 48 Leute in diesen Clan rein. Und nur die schnellsten können jetzt noch beitreten. Und dann natürlich fleißig Trophäen sammeln, damit wir beim Clashathon gewinnen. Wow, Freunde, war das krass. Wir haben uns einfach auf Rathaus Level 5 hochgearbeitet, ganz viele neue Sachen gebaut und sogar die geheime Bilderbase entdeckt. Da, wo der Meisterbauer weiter wohnt. Für mehr Clash of Clans Videos gebt mal einen fetten Daumen nach oben. Und nicht vergessen, jetzt Clash of Clans herunterzuladen, unserem Clan beizutreten und fleißig Trophäen zu sammeln, damit wir beim Clashathon gewinnen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!